Servus Leute, hier ist der Reset und willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Ja, heute machen wir Blacklist Nummer 13 und zwar Vic. Und ich fange einfach mal an mit den verschiedenen Sachen, mal schauen, was dann ins Video kommt. Beim Radarfallenrennen kannst du zeigen, was dein Wagen drauf hat. Die Karte zeigt dir, wo sich die Radarfallen befinden. Rase so schnell durch die Fallen, wie du kannst. Fällst du zurück, verlierst du Punkte, sobald der erste Fahrer die Ziellinie überquert. Die höchste Gesamtgeschwindigkeit in allen Fallen gewinnt. Hey, ich habe ein paar Infos über die Verfolgungsmeilensteine. Anscheinend werden die von Blacklist-Fahrern gestellt. Sie fordern jeden heraus, der sich zutraut, ihre Rekorde zu brechen. Wenn du dir einen Namen machen willst, ist das deine Chance. Je mehr Verfolgungsmeilensteine du bestehst, desto berüchtigter wirst du bei den Blacklist-Fahrern. Hey, hier ist Vic. Also Klappe halten und aufpassen. Ist mir egal, was du mit den anderen Typen am Laufen hast. Geh mir einfach aus dem Weg. Das sind meine Straßen, kapiert? Halt dich einfach an das, was man dir sagt. Dann ist alles cool. Gut, dass Vic mich anruft, das ist definitiv wichtig. Ja, das ändert nichts daran, dass ich ihn platt machen werde. Hey, du haust ja ganz schön rein. Unglaublich, was das für Kreise zieht. Ich muss unbedingt nach Camden Beach kommen. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen. Knöpf dir die Typen weiter vor. Du kriegst Racer. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir sehen uns. Yo, ich hasse das Teil. Lol, der bremst einfach ab. Die geben einfach nicht Vollgas. Die geben hier einfach nicht Vollgas an der Stelle. Hauptsache, dass du gewinnst. Normalfall hätte ich das nicht gewinnen dürfen. Easy. Bezirk gehört dir. Ich versuche was über ihn rauszufinden. Wir sprechen uns später. Hey, ich bin's. Hör gut zu. Wenn einer abgezogen wurde, helfe ich gerne. Aber dabei muss auch was für mich rausspringen. Du kümmerst dich um die Blacklist, ich kümmere mich um deinen Unterschlupf. Im Gegenzug ignorierst du die Wetten, die ich auf dich abschließe. Das ist ein perfekter Deal, what's up? Lass dir von diesem Rock helfen, ohne dass er was von unserer Sache mitbekommt. Bis später. Ey, Hurensohn! Alter, weil der andere Hurensohn, der schiebt es noch mit! Damit habe ich zwei gerammt. Was? Ich habe doch den anderen auch schon gerammt. Du kannst mir nicht sagen, dass das nicht Ramm war. Ich bin da entkommen! Verpiss dich! Hier ist Mia. Ich habe ein paar nützliche Infos über die Cops. Du kannst sie abschütteln, indem du dich an bestimmten Orten versteckst. Du musst nur aufpassen, dass du aus der Sichtlinie verschwindest. Diese Orte sind überall verteilt. Halt die Augen danach offen. Geil. Need for Speed ist abgeschmiert.
So, bin wieder da. Need for Speed ist abgeschmiert. Er hat sich selber ausgeschaltet. Gott sei Dank ist da ein neuer. Jawohl. Vic ist dran. Das ist der Trottel, von dem ich dir erzählt habe. Razors Prügelknabe. Er hat dich herausgefordert. Streich ihn also von der Blacklist. Das sollte Razor und seinen Leuten eine Lehre sein. Ich unterstütze dich, bis du es geschafft hast. Dann fahren wir gegen Vic. Ja, logisch. 5 Minuten, dann ist fertig. Wie letztes Mal. Auf den Supra hätte ich schon Bock. Oh, ich habe ihn nicht ganz gegen die Wand gekriegt. Geil. Pures Talent, Leute. Bei ihm aber auch. Irgendwie ist er gerade am Arsch der Welt. Was, das ist abgesperrt, verpiss dich. Alter. Ja! Er hat sich selber zerstört, dadurch, dass er mich gerammt hat. Ist er aus dem Tritt gekommen, ist gecrashed. Das heißt, das erste Rennen habe ich gewonnen. Oh, nice! Ach du Scheiße, war das schlecht. Alter Leute, ich muss euch was erzählen. Das hat jetzt mit dem Game nichts zu tun, aber es ist einfach nur, weil, wie behindert. Also, ich habe ja schon irgendwann mal so ein Video gehabt mit Unwetter in Bobingen, weil ich ja in Bobingen wohne. Und jetzt erzähle ich euch eine Story aus Bobingen. Ist keine große, sondern nur was, wo ich mir denke, warum? Wenn man versucht, sich Chips mit Käsedip zu kaufen, gibt's in Bobingen nirgendwo
den gescheiten Geodev. Es gibt überall Billig-Scheiße. Oder gar keinen. Zum Beispiel beim V-Markt gibt es einen richtig schlechten, den ich schon probiert. Der war echt madig. Da gibt es zwei, ich habe einen probiert. Und die einzige Möglichkeit in Bobingen, an den gescheiten Käse-Dip ranzukommen, ist sich einen bei der Tanke kaufen. Wie madig ist denn das? Das war zwar jetzt nicht wichtig, aber ich musste jetzt erzählen, weil es mir gerade eingefallen ist. Also wenn ihr jemals in Bobingen seid und einen Käse-Dip braucht, geht zur Tanke. Da gibt's ihn sicher. Jo, roll dich einfach. Weil hier die Abkürzung nicht, die mag ich nicht. Die bringt ein bisschen was, aber nicht wirklich was. Alter. Bro, war das knapp. Aber erledigt. Und jetzt hoffentlich mal das Auto. Jetzt das Auto wäre echt lässig. Weil ich mit dem Supra einiges anfangen kann. Supra. Fuck, Geld. Es ist nicht wieder ganz rechts. Das kann nicht dreimal in Folge rechts sein. Es ist dreimal in Folge rechts! Es ist immer rechts, das Auto! Was ein Bullshit! Alter! Jo, unser nächster Gegner ist Issy. Mit einem Mazda RX-8. Wird sich auch rentieren. Mit Issy solltest du dich lieber nicht anlegen. Sie weiß alles über Autos, auf und abseits der Straße. Ihr Schlitten ist perfekt vorbereitet und sie hat nur mit Rennfahrern zu tun. Jeder, gegen den sie fährt, ist ein Cousin, Freund oder Onkel. Sie halten alle zusammen, also verscherzt es dir nicht mit ihr. Zurückfahren musst. Wäre sonst ein langer Weg, wenn die Cops hinter dir sind. Sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. So, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil von Need for Speed Most Wanted 2.5 Wiedersehen. Also, Servus Leute. Don't lose your way.